So, grüße euch, noch ein Versuch. Nachdem jetzt gerade eben zwei Kameras gemeint haben, den Geist aufgeben zu müssen, versuche ich es jetzt mit der Backupkamera. Ja, es ist einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal ein Video vorgestellt habe. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich im Sommer eine Kiefer-OP hatte und danach wirklich keinen Bock hatte, große Videos zu drehen. Ich habe ja auch nochmal Privatleben, Arbeit etc. Aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, es gefällt. Ich möchte heute die Uniform vorstellen. Die kommt hoffentlich noch vor Weihnachten in den Shop. Und zwar ist das die Softshell. Besteht jetzt aus Jacke und Hose. Eventuell wird noch eine Kopfbedeckung dazu kommen. Material ist wasserdichtes Softshell-Material mit einer Zwischenmembrane. Wir haben bei der Hose normale Reißverschluss-Oberschilder drin. Das sieht man hier. Meine Handschuhe drin. Wir haben verstärkt die Knie. Die werden bei der Endversion dann auch noch aus Cordura sein. Weil hier ist es hier schon bei der Jacke gemacht. Die Jacke selbst hat 7 Taschen. Also Brusttaschen, Armtaschen, Rückentasche. Das ist jede Menge Stauraum. Ich habe hier Schreibzeug, mein Kompass, ich habe Survival-Kit. Ich habe eigentlich alles da drin. Ich bin jetzt heute mit dieser Jacke seit 5 Stunden unterwegs. Das hatte heute Morgen. Ja, da ist knapp Minusgrade. Ich weiß nicht, wie gut es sieht. Mein schlaues Gerät hier sagt, wir haben es gerade 5 Grad. Das glaube ich ihm auch gerne. Ich habe darunter noch ein Willpower-Shirt und ein leichtes Fleece-Hemd. Ich bin bis jetzt gut zur Rande gekommen. Ja, was gibt es zur Uniform noch zu sagen? Wie gesagt, es ist viel Platz. Es ist recht leicht. Wir haben hier seitlich Reißverschlüsse, die dann auch den Zugriff aufs Koppelsystem unten drunter erlauben. Und wir hoffen, das Ganze bis Weihnachten rausbringen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch noch etwas mehr vorgestellt, aber bevor die Kamera jetzt auch noch stirbt, werde ich das Ganze jetzt etwas kürzer halten. Und im Gegenzug könnt ihr dann in den Kommentaren eben Fragen stellen, werden wir alles beantworten. Was garantiert die meisten noch wissen wollen, der Preis, bei der Hose wissen wir das noch nicht. Die Jacke zielt auf knapp 85 Euro ab und wird wieder in allen üblichen Größen erhältlich sein. Erstmal in Oliv und Schwarz und danach auch in Tan. Ja, das war's erstmal. Und ich hoffe, dass demnächst wieder neue Videos mit guter Kamera kommen. Da werden wir die Uniform dann auch nochmal im Detail vorstellen. Macht's gut!